Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, beim letzten Mal haben wir uns auf die Seite von Vatar geschlagen und Mordessa den Rücken zugekehrt, denn sie hätte uns sowieso umgebracht, wenn wir durch ihr Portal gegangen wären. Und Vatar hat uns eine Mission aufgetragen, und zwar unsere altere Meisterin. Altäre Meisterin, genau. Unsere alte Meisterin Mordessa umzubringen. Ja, und deswegen gehen wir auf die Insel Ur-Anon und schauen uns mal an, wie es da so ausgeht. Oder aussieht, wie auch immer. Beides. So, wir nehmen nochmal die Zauberin, denn das hat beim letzten Mal ganz gut geklappt. Und vom Equipment her, von der Ausrüstung, hat sich eigentlich nichts geändert. Ich könnte diesmal natürlich tatsächlich einen weiteren Stab mitnehmen, und ich nehme einfach den Flammenstab mit, weil ich es kann. Ich glaube nicht, dass ich den benutzen werde, aber man weiß ja nie. Vielleicht ergibt sich ja eine sinnvolle Gelegenheit dafür. Naja, ein gut geschütztes Versteck im Ozean der Tränen. Oh, was für ein poetischer Name. Dies ist der Ort, an dem Mordessa wahrscheinlich zu finden ist, wenn sie nicht in der Zitadelle von Arkmoor residiert. Wird sie dort sein und wird sie deinen Verrat bemerken? Wahrscheinlich schon, weil wir sind nicht durch das Portal zu ihr zurückgekehrt. Mordessa muss besiegt werden und danach durch das Portal zu seiner glorreichen Eminenz Vatar zurückkehren. Na, das kriegen wir hin, hoffe ich. Ich meine, es wäre nicht das erste Mal, dass wir Mordessa besiegen, denn das haben wir ja auf der Lichtseite schon getan. Aber finde ich cool, dass sie hier so ihre eigene Insel hat. Im Ozean der Tränen. Das gefällt mir. So, nein, den Stab möchte ich natürlich nicht. Sondern lieber den. Ich frage mich, was passiert, wenn ich hier ins Wasser gehe. Da kommt doch bestimmt gleich irgendwas und frisst mich auf, oder? So wie in der Lichtkampagne in dem einen Hafen. Das möchte ich jetzt. Okay. Verlassene Mission. Schade. Aber trotzdem ist hier unten noch irgendwas im Wasser versteckt. Scheint nicht der Fall zu sein. Wäre aber eigentlich ein ganz gutes Versteck, vor allem hier so hinter der Säule. Das findet doch niemand. Also niemand, der nicht speziell danach sucht. Aber ich kann bestimmt auf die Eisschollen da, oder? Das möchte ich jetzt ausprobieren. Wobei, da scheint ja auch nichts weiter zu sein. Aber man weiß ja nie. Nee, scheint nicht zu sein. Und ich werde jetzt ganz bestimmt nicht um die Insel herumschwimmen. Da habe ich keine Lust drauf. Das mache ich vielleicht, wenn mir noch Edelsteine fehlen. Aber an sich gucken wir uns erstmal oben um. Ich meine, wir können ja auch immer von hier aus. Wer hat da gegrunzt? Wir können ja immer aus von ihr Haus hier aus auch runtergucken und sehen, ob da irgendwas ist. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Da hätte ich lieber. Aua, die Distanzpfeile der Schützin. Mal schauen, ob sie die treffen. Ah, leider nicht. Okay. Dann werden wir rennen müssen. Au, au, au. Zumindest haben die nicht so eine hohe Reichweite. Das ist schon eine Schwachstelle. Würde ich Modessa ja sagen, wenn ich nicht darauf aus wäre, sie umzubringen. Moment, ich muss hier irgendwie sicher runterkommen. Am besten irgendwo, wo ich ins Wasser springen kann. So. Ich hoffe nur, ich komme jetzt da auch hoch. Sieht eher nicht so aus. Muss ich mich da tatsächlich von oben runterfallen lassen? Ah, nein. Ah, man kommt hier hoch. Da gibt es extra ein Rechtsklick-Kommando für. Na gut. Finde ich okay. Direkt mal 250. Ach nee, gar nicht wahr. 200 Edelsteine eingesammelt. Ja, ich sollte mir mal merken, wie viel die bringen. Aber die 50 haben wir durch den blauen Edelstein bekommen am Anfang. Oh, aber wisst ihr, was das bedeutet? Wir müssen jetzt tatsächlich an den Schützen vorbei. Das ist doof. Dass sie auch direkt auf mich schießen, ne? Also, Mordessa scheint tatsächlich unseren Verrat bemerkt zu haben. Naja. Nicht sonderlich überraschend, wie ich finde. Das Problem ist, ich kann zwar den Schild machen, aber der hält ja auch nicht ewig an und ich bin relativ langsam damit unterwegs und es beschützt mich noch nicht mal davor. Super. Oha. Oha. Oh Gott, ja, kommen sie direkt an. Ich darf nicht so weit weg. Aua, aua, aua. Vielleicht war die Zauberin doch die falsche Wahl. Wobei. Gucken
gucken wir uns erstmal hier an den Seiten des Hauses um. Vielleicht ist es ja wie bei der Zitadelle Arkmoor, dass hier irgendwo hinter noch etwas versteckt ist. Außerdem können wir dann das Wasser nochmal absuchen. Das hätte ich auf der einen Seite noch machen sollen. Ah, bloß nicht runterfallen. Jawohl, hier ist noch ein Edelstein. Wusste ich's doch. Ja, es scheint es aber gewesen zu sein. Ich gucke nochmal schnell auf der anderen Seite, aber ich vermute, da wird auch nichts mehr sein. Und ich meine, wir haben ja schon 300 Edelsteine eingesammelt. Haha, gutes Versteck. Na gut, dann schauen wir uns mal das Innere der Residenz. Ich wollte die ganze Zeit Resistenz sagen, ich weiß gar nicht warum. Das Innere der Residenz von Mordessa genauer an. Ich frage es bloß, wo gehe ich am sinnvollsten rein? Hier scheint es nach oben zu gehen. Möchte ich da hin? Ach, da komme ich wahrscheinlich zu den Schützen. Da möchte ich hin. So. Ach, ein Ork-Hauptmann. Niedlich. Irgendwie ist das ja alles nicht so gut gesichert. Naja. Soll mir recht sein. Gut, gut, gut. Eigentlich sind wir besser reingekommen, als ich erwartet hätte. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Die Frage ist jetzt halt bloß, wie groß das Haus tatsächlich ist. Ob es da im Untergrund ein riesiges Labyrinth gibt oder ob das wirklich nur so klein ist, wie es von außen erscheint. Schauen wir uns das doch mal an. Weil der Großteil von dem, was man hier von außen sieht, ist ja einfach diese Treppe und da oben die Geschütze. Und nur dieser hintere Teil hier enthält dann eventuell Räume. Deswegen eventuell im Keller. Schauen wir doch mal. Okay, das sieht aus, als würde das gleich zugehen hier mit den Stacheln. Und da kommen wir nicht rein. Da gibt es... Ich glaube, da gab es einen Geheimweg rein. Da ist auf jeden Fall ein Edelstein drin. Moment. Ich möchte nochmal schauen, ob ich da nicht von außen durch ein Fenster einsteigen kann. Ich glaube, mich dunkel erinnern zu können, dass es da irgendeinen Haken gab. Aber ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist das hier. Hier sind ja auch die Fenster. Kann ich hier vielleicht auch irgendwas kaputt machen? Nein. Da oben ist ein Gitter. Das sieht nicht so aus, als könnte ich hier rein. Okay, ja, dann werden wir uns einfach überraschen lassen müssen. Ich nehme an, das Level wird sowieso nicht vorbei sein, wenn wir Mordessa besiegt haben, sondern dafür müssen wir wieder in ein Portal von Vatar rein. Hoffe ich zumindest mal. Dann kann ich mich danach noch in aller Ruhe umsehen. Und ich trinke mal lieber einen Trank, weil ich weiß nicht, wie genau Mordessa hier reinhaut. Ja, war ja klar. Wie habt ihr mich hier gefunden? Surprise! Ach, das spielt keine Rolle. Eure Zeit ist bereits abgelaufen. Begegnet eurem Schicksal. Schöner Stab hast du da. Den hätte ich auch gerne. Oha. Okay, Moment. Die benutzt den Feuerstab. Irgendwie macht der kaum Schaden. Ich werde auch meinen Feuerstab benutzen. Ne, Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Okay, irgendwie ist sie ziemlich enttäuschend. Und irgendwie ist der Stab mir tatsächlich ein bisschen sinnvoller. Ich meine, solange wir in Bewegung bleiben und nicht den vollen Schaden abbekommen, läuft das doch. Tja, vielleicht hättest du ihm mehr Freiraum lassen sollen. Aber Mordessas Stab kann ich leider nicht mitnehmen. Das finde ich schade. Das hätte ich gerne gemacht. Aber gut, dann versuchen wir mal hier wieder rauszukommen. Sollte ja nicht so schwierig sein. Also irgendwie sind die Räumlichkeiten, ich meine... Wenn das ihre Residenz ist, hat sie dann keine Räumlichkeiten, wo sie irgendwie schläft oder mal irgendwie was isst, aufs Klo geht oder so. Das fehlt ihr ja alles. Ich habe kein einziges Bett hier gesehen. Und das scheint es ja auch gewesen zu sein mit den Räumen.
So. Okay, uns fehlen 60 Goldstück. Ach nee, 160 Goldstück. Oha. Die müssen irgendwo noch aufzutreiben sein, hoffe ich. Also zumindest bei 50 wissen wir ja, wo die sind. Die Frage ist bloß, wie wir da rankommen. Das geht immer noch nicht auf. Okay, dann werden wir uns hier noch genauer umschauen müssen. Also an sich, unsere Mission haben wir erfüllt und ich vermute mal, wir können ja auch jetzt schon... Ja, da ist das Portal. Aber das reicht mir nicht. Das wäre auch dann eine sehr kurze Folge. Hier gibt es bestimmt noch irgendeinen Weg. Ich gehe nochmal nach oben, vielleicht habe ich da ja etwas übersehen. Vielleicht gibt es ja... Ah, ich kann garantiert hier entlang... Jawohl. Gut versteckt, das muss ich schon sagen. Rems. Ah, okay. Das war's. Na gut, eine sehr kurze Folge. Aber das ist ja auch mal angenehm. Und ich glaube, das hier ist auch tatsächlich der vorletzte Level, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber das werden wir ja gleich sehen, denn auf dem Levelbildschirm werde ich das dann schon wissen. Ja, ja, Sesam, öffne dich. Sehr ruckelige Animation, wie das aufgeht. So, jawohl, 650 Goldstücke gefunden. Oh, diesmal kein Bonusgold, na gut. Jawohl, eine neue Mission, Zählenheim. Und wir haben auch das Schwert bekommen, na gut. Das werden wir jetzt nicht so unbedingt brauchen. Ja, dann ist das hier tatsächlich die vorletzte Folge, das vorletzte Level. Oh, ich bin still. Und was ist mit der Macht, die mir versprochen wurde dafür, dass ich Mordessa töte? Irgendwie bekomme ich davon nichts. Naja, zumindest habe ich mein Leben behalten. Das ist auch schon etwas. Ja, aber sehr hübsch ist Vatar ja auch nicht. Naja, muss ja auch nicht sein, ist ja ein Dämon. Gut, dann würde ich sagen, führt uns unser Weg in der nächsten Folge in die Burg Zählenheim. Und war mal angenehm, eine so kurze Folge zu haben. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal zum Finale von Enclave und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut!